So, willkommen zurück zu Super Mario Land 2. So, ich habe hochgeladen und ich habe mir die Videos angeguckt und ich habe festgestellt, dass die Stimme etwas asynchron wird. Wobei der Ton des Spiels richtig aufgenommen wird mit dem Video. Was ich etwas komisch finde, dass da ich mit Fraps beides aufnehme, sowohl Stimme als auch den Ingame-Ton. Das ist etwas komisch. Also, wie gesagt, die Stimme wird asynchron und der Ton zum Spiel wird richtig aufgenommen. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich springe, dann springt er jetzt erst, aber der Ton zum Springen, der kommt, also, ich hoffe, ihr versteht das. So, das hier ist das Zugangslevel für die Space Zone, in die wir jetzt hinein müssen. Das heißt müssen, ich will da jetzt eben rein. So, und was habe ich noch festgestellt? Dass ich viel zu oft einen bestimmten Satz sage. Ich sage viel zu oft, ja, was weiß ich. Das sage ich viel zu oft. Also, das ist übertrieben. Ich sage das schon übertrieben viel. Ich muss das mir ein bisschen abgewöhnen. Keine Ahnung, woher ich den Satz habe oder warum ich ihn so viel sage. Naja. Okay, was lässt sich weiter erzählen? Zu diesem Level erstmal. Wir kriegen bei irgendeinem so komischen Hippopotamus, was weiß ich, irgendeinem so Nil... Ja, ich hab schon wieder was weiß ich gesagt, kacke. Bei irgendeinem so Nilpferd, kommen wir irgendwie in so eine Blase, in die wir reinhüpfen können und dann schweben wir, können wir irgendwie mit der schweben und dann... Naja, ist eigentlich ein Scheißlevel. Ja, aber wir sind noch Feuerblume. Wir sind noch Feuerblume, genau. Ja, wir sind jetzt Feuerblume. Wir sind nicht Mario, wir sind Feuerblume. Hallo, ich bin Feuerblume. Wie geht's dir? So. So, was fällt mir sonst noch auf? Sonst eigentlich gar nichts. Die Videos sind hochgeladen, aber es ist noch nicht so lange her und deswegen kann ich auch nicht beurteilen und es gibt auch noch keine Beurteilungen. Also. Autsch! So eine Kacke. Mann! So. Ja, zukünftige Projekte habe ich ja schon angesprochen. Wie gesagt, Mario, Mega Man, Zelda, all dieses Zeug eben. Ja. Ach, scheiße, ist das. Oh, fuck. Toll. Super. Na, hallo, Mann. Okay, ich könnte einfach unten lang gehen, aber ich will die Münzen, kacke. Ja. So, nach diesem Level kommt's in die, gehen wir in die Space Zone. Scheiße, ich muss zurück, um das Gold zu kriegen und das Minispiel. Will ich das Minispiel? Keine Ahnung. Warum können wir keinen Walljump? Wir müssen Samus Aran rufen. Und die uns zu Hilfe eilt. Also in späteren Mario-Teilen kann man Walljumpen. Warum kann man das hier nicht? Was? Ich muss oben lang. Ach, so eine Kacke. Oh Mann. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Also, vielleicht habe ich es gewusst, aber ich habe mich nicht mehr daran erinnert. Scheiße, jetzt habe ich den ganzen Scheiß hier nochmal machen als Mini-Mario. Na komm. Einfach oben lang, da passiert gar nichts, weil das habe ich schon sehr oft gemacht. Da passiert nichts, da kann gar nichts passieren. Ja, ja, schöne Musik. Was lässt sich noch erzählen? Scheiße, was bringt eine LP, wenn man nichts zu erzählen hat? Genau, aber soll man was aus dem privaten Leben erzählen? Das interessiert doch die Leute überhaupt. Ich meine, ja, was kann man noch erzählen? Was kann ich zum Spiel erzählen, erstmal? Habe ich schon, ja, das habe ich schon erwähnt mit Wario. Ah, wir haben es geschafft. Okay, dann brauche ich ja gar nichts mehr erzählen. Goal. Super. Ja, sehr schön. So, Minigame, was kriegen wir? Wo gehe ich hin? Ich gehe hier hin und bums. Aha. Wir kriegen ein Leben. Sehr schön. Und jetzt kriegen wir ein Leben. So, mal sehen, ob das jetzt asynchron schon ist. Ich weiß nicht, ich werde das Video jetzt nach 10 Minuten gleich splitten und anders, also neu aufnehmen. Ja, Mondanziehungskraft. So schlechte Anziehungskraft. Das ist echt schön. Also diese Anziehungskraft ist einfach genial. Man kann so schön springen und ich hasse dieses Level sowieso. Ich habe, als ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe, glaube ich, geflucht wie sonst was. Weil eben so eine Kacke zum Beispiel, wegen der Anziehungskraft. Die ganze Gravity ist anders. Ist so kacke. Ja, und diese Schweine, ey, die machen immer so ein blödes Gesicht. Da könnte ich direkt ins Maul und Zähne aufreißen und was weiß ich. Hallo. Ja, genau. So, Münze. Da oben gibt's was, oder? Ja, da gibt's was. Ja, toll. Eine Münze. Mhm. Gibt's noch was? Ja, ein Leben. Ja, ich komm ran. Gut. Ein Life.
One Life. Kann ich hier rennen? Nee, kann ich rennen. Ah, dieses Scheißteil, das immer so komische Sterne spuckt. So, erster Stern. Nein, ich habe doch gesagt, ich sing nicht. Mann, verdammt, du bist blöd. Irgendwo hier gab's Blöcke, wo ich dran rampeln konnte, glaube ich. Oder war das ein... Nein, das war, um hier rüber zu kommen, glaube ich. Egal. Das Bonus-Level, wo ist das Bonus-Level nochmal? Ach ja, ich weiß, aber dazu muss ich groß sein, glaube ich, oder? Bin ich ja enttäuscht? Ich glaube schon. Nein, ich bin so blöd. So. Ich bin so blöd und so. Ja. So, ich warte noch auf die ersten Kommentare, in denen dann steht... Ja, du bist wirklich blöd. Du hast vollkommen recht. So. Ah, wir haben schon über 900 Münzen. Sehr schön. 82 Mopse. Mopse, genau. Ja, kann ich gleich mal klarstellen. Ich spiele kein WoW, auch wenn ich WoWs lang benutze. Und zwar deshalb, weil ich kein WoW, sondern etwas spiele, was anders wie WoW ist. Ja, es, man muss auch Geld dafür bezahlen, ja. Und vielleicht kennen es die einen unter anderem das Spiel Aion. Ein... Ja, wie WoW eigentlich. Im Grunde nur die Grafik ist viel geiler. Die Story ist natürlich anders und das PvP-System ist ein bisschen abgeändert. Als in WoW. Also es ist halt anders als WoW, es ist klar. Ne? Es ist ja auch ein anderes Spiel, aber es ist auch ein MMORPG. Und man benutzt den gleichen Slang wie in WoW. Und ja, ich bin jetzt wirklich kein WoW-Fan, das muss ich gleich mal klarstellen. Also WoW und ich sind keine Freunde. Ach, so eine Kacke. So, wir können gleich sterben, weil er jetzt einen Stern schmeißt. Genau in meine Richtung, natürlich. Ja, ich denke mir so, ach, da hinten bin ich sicher, aber nein, er schmeißt den Stern genau in meine Richtung. Wie logisch. So, I suck at gaming, I suck at life. Naja, nicht unbedingt. Kann ich jetzt hier rennen? Kann ich also da drüber hüpfen? Ja, kann ich. Sehr schön.